Es spricht Renate von der Irland-Gruppe Omega. Ich möchte zur Doppelmoral des Westens einen kurzen Artikel aus der Jungen Welt vorlesen von Ina Sempner, überschrieben mit kognitive Dissonanz des Tages. Während einer breiten Öffentlichkeit derzeit vor Augen geführt wird, dass das Verfahren gegen den Enthüllungsjournalisten Julian Assange eindeutig politisch motiviert ist, wiegen sich jene an den Schaltheben der Macht in konzertiertem Schweigen, was aber noch getoppt werden kann. Kaum ist die Gerichtsfahrt in London beendet, schicken die USA, das zu unbedingtem Gehorsam neigende Deutschland und 16 weitere westliche Länder eine gemeinsame Erklärung in Sachen Pressefreiheit in Richtung Russland. Laut AfP wird die zunehmende Schikanierung von Journalisten angeprangert und gefordert, alle politisch motivierten Verfahren gegen Journalisten und Medienorganisationen einzustellen. Wen haben Sie dabei im Visier? Natürlich den gerade mit, in Anführungsstrichen, Menschenrechtspreis geadelten Alexei Nawalny, der so brutal behandelt wird, dass er aus dem Gefängnis heraus seine sozialen Netzwerke mit Material füttern und der New York Times Interviews geben kann. Die USA also, die kein Problem damit haben, ein von Psychologen festgestelltes und von einer Richterin anerkanntes Suizidrisiko des schwerkranken Assange vor Gericht zu sezieren und sein Privat- und Gesundheitsleben öffentlich auszubreiten und die für das Anwaltsgeheimnis nur Spott übrig haben, einzig um andere davon abzuhalten, auch nur auf die Idee zu kommen, sich den Kriegstreibern in den Weg zu stellen. Die USA also, die jüngst den venezolanischen Diplomaten Alex Saab auf Capo Verde ausliefern ließen, der bereits dort auf Geheiß Washington einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung laut UNO unterzogen wurde, oder dafür sorgen, dass der Anwalt Steven Donziger aufgrund erfolgreicher Klage gegen den US-Multi Chevron am 1. Oktober wegen der politisch motivierten Anklage Missachtung des Gerichts zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Das sind eben die Werte des Westens. Ja, danke. Freiheit für Julian Assange. Hoch die internationale Solidarität. Internationale Solidarität. Die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Gracias. So, es gibt jetzt wieder Musik und inzwischen räumen wir ab, aber die Kundgebung ist noch nicht beendet.